Hallo und herzlich willkommen zur satanischen Musikagenda, die Folge 119, wenn wir jetzt alle hier richtig gerechnet haben. Und wir sind jetzt bei Ägypten gelandet. Immer noch quasi, wir kommen da jetzt erstmal nicht raus. Ägypten hat uns jetzt im Augenblick, zumindest im Augenblick geistig, ziemlich beschäftigt. Und in der letzten Folge sind wir ja auf diesen Film Lucifer Rising eingegangen. Und das haben wir ja im Titel dann auch da ausgedrückt. Und deswegen möchte ich heute eigentlich eine ganze Menge Stoff schaffen, damit wir dann auch wieder auf die richtigen Pfad kommen sozusagen. Und dafür ist einer zuständig, und zwar derjenige, der diesen Kanal eingerichtet hat, der sich Stunde der Wahrheit nennen und der sich jetzt eingeschaltet hat, dass der Jörg. Moin, moin. Danke für die Blumen, aber derjenige, der dafür sorgt, dass du auf dem rechten Pfad wandelst, bin nicht ich, das ist Jesus Christus. ich kann das hier auch nur versuchen, in die richtigen Gänge zu leiten, aber das habe ich bei diesem Thema schon längst aufgegeben. Mit welchen satanischen Dingen wir uns hier beschäftigen müssen, das machen wir ja nur, um andere zu warnen. Also ich sage das mal ganz ehrlich, nicht, dass die Leute denken, ich habe da Spaß dran oder du hast da Spaß dran. Natürlich lachen wir hier und da mal ein bisschen und haben hier und da ein bisschen... Ich weiß gar nicht, welches Wort man dafür gebrauchen kann. Ablenkung. Ja, dass wir das halt gerne machen. Aber wir machen das gerne, um denen, die das nicht wissen, aufzuzeigen, wie schlimm das eigentlich geht. Und du hast das gerade gestern noch gehabt, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Es ist ja hier nicht, wir werden hier ja keine Namen sagen, um wen das geht, aber... Du hast gestern mit einer dir sehr bekannten Person einige von diesen Videos geschaut, die wir gemacht haben. Ich meine, bei 119 hat man ja Auswahl genug. Bei 118 Folgen, die bereits abgedreht sind, hat man ja Auswahl genug. Und dem ist mehr oder weniger die Kinnlade auf die Tischplatte gefallen, ne? Und ja, er hat sich also jetzt seit langer Zeit sich mal endlich mal dran gesetzt und hat jetzt mal ein Video geguckt und das da, boah. Dann hat er das zweite geguckt, das dritte geguckt, das dann Tag Pause. Er musste erstmal Pause haben, dann halt nochmal zweieinhalb Videos hinterher und dann hat er mich besucht und dann haben wir hier eigentlich, wollten wir ganz normalen Abend machen und dann hat er dann plötzlich wie, ja, total interessiert, begeistert, sehr aufmerksam hier die ganze Zeit vor dem Monitor gesessen und hat sich das einfach angeguckt und angehört und hat also dann einfach, ich habe ihn gefragt, möchtest du was trinken? Nein. Möchtest du was essen? Nein. Ich sage, ist es jetzt, wollen wir mal Pause machen? Nee. Und das ist natürlich dann toll, wenn man dann endlich mal jemanden auch den Zugang zur Wahrheit dann über diesen Weg dann bereiten kann. Und das zeigt mir auch letzten Endes, dass auch die ganze Arbeit, die der Jörg und ich da bis jetzt reingesteckt haben, wohl überhaupt nicht vergebens ist. Und wir hoffen natürlich auch in Zukunft noch einige andere Leute auf den Pfad zu bringen. Und deswegen haben wir uns ja auch nicht nur auf die Musik oder am Anfang auf Genda, dann nicht nur auf die Musik, dann kommen schon Fernsehserien. Und mittlerweile sind wir jetzt ja schon bei ganz komplexeren Themen gelandet. Und wer die weiß, aber leider alle zusammenhängen, ne? Die leider alle zusammenhängen. Ja. Genau. Und deswegen, wer weiß, wer da noch in Zukunft alles ist. Nur dieses Skript von Ägypten ist leider nicht so hundertprozentig perfekt, wie ich es gerne hätte, wie das meinen Ansprüchen dann halt auch zufriedenstellend wäre, weil ich im Augenblick so viele parallele Dinge habe und im Augenblick da draußen die ganze Zeit und die ganze Geschichte so hektisch ist. Und deswegen versuche ich jetzt einfach hier mal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ja, darf ich noch einen Satz eben sagen? Als du mir das erzählt hast von deinem Freund, mit dem du das gestern da geschaut hast und die Art und Weise, wie er reagiert hat, als du fragtest, möchtest du was essen, möchtest du was trinken, möchtest du eine Pause? Das hat mich an die Zeit erinnert, wo ich angefangen habe damit, wo sich auf einmal mir Dinge aufgetan haben, wo ich gesagt habe, da will ich mehr von wissen, da will ich mehr von wissen. Die Wahrheit, wenn man sie einmal probiert hat, ja, da willst du nicht mehr aufhören, aus dem Pott zu löffeln. Dann nimmst du und nimmst du und nimmst du und nimmst du und schlingst das runter. Und du kannst nicht genug kriegen. Und es gibt dazu sogar einen Bezug in der Bibel. Dieses Buch, das du isst, das wird dir süß sein wie Honig auf den Lippen, aber bitter im Magen. Und genau so ist das mit der Wahrheit auch. Und von daher ganz besonders, wenn du dir hier diese Mühe machst, ganz wunderbar, Michael. Und schau, wenn all diese ganzen Sendungen nur dazu geführt haben, dass dein Freund da jetzt mal aufwacht in der Hinsicht, dann hat sich meines Erachtens der ganze Aufwand schon gelohnt. Nur für diese eine einzige Seele, um der das deutlich zu machen. Das wollte ich noch eben dazu sagen. Wir haben ja auch schon andere Kommentare und Rückmeldungen bekommen, von daher also nur guten, sind wir mal guten Mutes.
Ich muss nur dieses Thema Ägypten machen, was ich überhaupt gar nicht lustig finde, um halt auch in die Zukunft auch einige andere Geschichten damit abzudecken, damit man dann immer weiß, aha, Moment mal, wenn ihr da Fragen zu habt, ne, lest, guckt einfach in die Ägypten-Reihe rein, da kommt das nämlich in Folge so oder so, denn das ist letzten Endes eine Geschichte, die die ganze Musikindustrie bedient und beschäftigt im Augenblick und nicht nur im Augenblick, sondern auch schon seit längerer Zeit, und deswegen gehe ich jetzt mal weiter. So, also, dieser Film heißt oder hieß Lucifer Rising. Wir werden da jetzt durchstürmen. Das Problem ist nämlich daran, es ist eine Promotion-Geschichte von dem satanischen, kann man nicht anders sagen, Autor. Dann hier, der heißt Kenneth Anger, ein Follower, ein Jünger, sozusagen von Aleister Crowley natürlich. Und der hat auch ganz viel mit Ägypten zu tun. Ich denke, das kommt noch in dem Skript. Ansonsten möge man mich irgendwie noch darauf hinweisen, dass ich das irgendwie verpennt habe, dann so richtig mal auszuführen. Aber ich denke, das kommt hier noch in dem Skript. Das sind ja jetzt auch nur noch im Augenblick 360 Seiten. Also, während dieser Produktion hat der Regisseur gesagt, dass er meint, Lucifer Rising wäre die Kulmination, der Höhepunkt seiner Lebensschaffens. Werk. Ne? So viel dazu. Also und so weiter und so fort. Es geht hier darum, dass der Autor Paul Tabraham das alles ein bisschen zusammenfasst. Er macht das, ich bin da aber nicht so hundertprozentig mit einverstanden. Das ist der Grund, warum ihr auf den nächsten Seiten weiß seht. Ne? Ganz einfach, weiße Schrift auf weißem Grund, bevor ich alles durchstreiche, mache ich es dann einfach lieber so und komme dann zu den Wesentlichen. Auf die Weise können wir uns dann auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Dieser Film konzentriert sich permanent und ausschließlich nur auf heidnische Symbole. Hier kommt also jetzt nicht irgendwelche große christliche Symbolik oder so etwas vor. Hier geht es nur um solche Geschichten und man muss immer den Kontext verstehen. Deswegen scrolle der Jörg bitte einfach zum nächsten Highlight sozusagen. Ne? Also geht hier ganz viel um Symbolik. Hier steht drin, in Lucifer Rising, die göttlichen Charaktere werden assoziiert mit verschiedenen Formen des Lichtes. Isis und Osiris sind Solargötter. Also da geht schon los. Ne? So, Lilith ist eine Mondgöttin oder seine Mondgöttin und Lucifer wird eben mit Licht assoziiert. Ach, guck an, das kommt uns doch bekannt vor aus Jesaja 14,12. Ne? Ja, oh Lucifer, der Lichtbringer. Er wird mit Licht gleichgesetzt, aber er ist nicht das Licht. Das ist ja der große Trick auch der Freimaurer. Ne? Und die Freimaurer haben eine ganze Menge mit Ägypten zu tun. Warum denn wohl? Naja, weil halt das einzige der verbliebenen so benannten sieben Weltwunder eben noch in Ägypten steht. Und das sind die Pyramiden. Ja, und das hat eben dann damit den Bezug, dass man sich damit schmückt. Ne? So, und deswegen, guck mal hier, da ist eine Solar Eclipse und so weiter und so fort. Also das sind ganz, ganz vehement interessante und wichtige Zeiten, wo halt gewisse Zusammentreffen, Happenings stattfinden und so weiter und so fort. Und Lilith grüßt da eben die, die Sonnenstellung, während jetzt eben diesen speziellen Konstellationen zwischen Sonne und Mond, ne? Also zwischen Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und so weiter, ringförmige Finsternis, hatten wir ja schon mal gehabt bei Peter Gabriel und Kate Bush bei Don't Give Up, wo das dann ganz plötzlich irgendwo im Hintergrund dann so erscheint, das sah erst aus wie ein Mond und dann plötzlich ist es dann doch eine Finsternis, ne? Ja, und genauso finster geht es auch weiter hier. Ja, also natürlich, ne, das darf nicht fehlen, hübsche Frauen oder zumindest aufgetakelte Frauen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ist das alles in dem Kontext hier? Ich habe gar keine großartige Lust, das alles zu erklären, was da alles jetzt so passiert, weil das ist letzten Endes gar nicht so wichtig. Für uns ist wichtig, diese Leute, guck mal hier, wie sein Shirt aussieht mit Pyramidchen drauf und so, ne? Diese Leute wissen, was sie tun, die kennen auch die Story und alle anderen, die nicht kennen, haben erstmal eine ganz schwere Zeit. Hard Times, würde hier Paul Stanley von KISS sagen, das war nämlich die B-Seite, wenn ich richtig im Kopf habe, von I Was Made for Loving You. Oder was von Sure Know Something, eins von beiden. So, machen wir ruhig mal weiter. Es geht ja nur um Symbolik, damit man halt sieht, worum es dann geht. Also es geht dann da um das Erwecken von Dingen. Es geht letzten Endes jetzt hier um die ganzen heidnischen Götter. Und im Endeffekt ist es gar nicht so interessant. Warum ich das erwähne, hat einen gewissen Sinn, hoffe ich dann zumindest. Und der wird, glaube ich, gleich oder später noch klar. Also einfach mal Bilder gucken, auf einen wirken lassen und sagen, guck mal hier, kein Liebesfilm, keine Tiere, keine Kinder, keine alten Menschen. Ne? Alles aufgetakelte Schönheiten, da solche sich dafür halten, die halt alle irgendwie so sehr komisch geschminkt sind, in nicht gerade lebensechten Farben. Darum geht es ja, ist ein künstlerischer Film. Ne? Okay, machen wir weiter.
Ja, da gab man, hat er mal einen Film gemacht über Scorpio Rising, ja, also der Skorpion, der, ne? Scorpio ist übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Tierkreiszeichen, ja, das auch für Tod steht, aber das ist eine andere Geschichte. Damit sind wir da im achten Haus und dachte, das will ich aber jetzt gar nicht in diese ganzen Mythen und so weiter reingehen. Aber wie gesagt, damit ihr mal seht, wie die ganzen Geschichten funktionieren, nächstes Bild bitte, Jacke, die Hose, ja, guck mal, Lucifer, und was sehen wir da? Ho, ein Fächer, nee. So Art so aus wie Regenbogen. Das weiß die andere Seite auch. Die benutzen den Regenbogen für vielerlei Dinge, inklusive LGBT. Also, Regenbogen ist natürlich dann auch so eine Geschichte. Es ist ein Zeichen am Himmel. Ja, und dieses Zeichen am Himmel wird natürlich dann, ich verhone People das jetzt gar nicht, aber wird natürlich dann auch von denen benutzt, weil die ja sowieso die Planeten anbeten und da ja letzten Endes dann alles das, was am Himmel zu sehen ist, für die Menschen halt eine Art Symbolsprache ist, wird es dann eben dann auch dazu benutzt. So. Scorpio Rising dreht sich da, glaube ich, um so einen Motorradfahrer. Ich kenne den Film nicht, aber mit der Symbolik der Puppe da hinten mit dem Totenkopf ahnt uns ja schon etwas, welchen Mindset, welche Gedanken, welcher Geist denn Herr Kenneth Anger. Und er macht uns das wirklich sehr leicht. An dem werden wir auch noch mehr ausgehen. Ne? Also Lucifer Rising ist die, ja, das Fest, die Festivität, die Zelebration des Lebens, der Geburt und der sogenannten Wiedergeburt. Ja, und das hat eben mit Isis zu tun. Damit sind wir schon direkt in der ägyptischen Mythologie. Damit sind wir bei der Sie, also bei der Götzin, also bei der Queen. Ja, nicht Queen of All, sondern Queen of Egypt sozusagen. Und es gibt noch hier einen Krokodilgott, also Krokodilgötzen, der heißt Sobek und so weiter. Der hat natürlich mit Osiris zu tun, weil der Osiris ist ja zerteilt worden, zerstückelt worden. Und der ist dann im Fluss Nil rumgeschippert. Und die Isis hat dann alle Teile gefunden, bis auf das letzte. Und das ist halt sein sogenanntes bestes Stück. Damit können wir diese Sendung auch unter 18 weiter promoten. Und das hat eben damit zu tun, dass man dieses Stück halt nicht mehr gefunden hat, weil das Krokodil das nämlich dann verspeist hat. Und deswegen gibt es nämlich dann eben dann überall diese Obelisken. Ne? Das sind eben keine Hingesteine. So, hier sehen wir jetzt hier den Osiris mit seinem Zepter und seinen gekreuzten Armen. Ne? Hallo David Bowie und hallo Kate Bush und wie sie alle heißen. Das, ich sage ja nochmal, das hat alles mit den Künstlern zu tun. Die wissen da ziemlich genau, was sie tun. Er macht ja auch nur die Handbewegung sozusagen, die die Steinfiguren, die toten Götzen, die da hinten stehen, die toten Figuren da hinten eben dann auch schon machen. Also kam ja nicht von ihm, sondern es kam von ihm sozusagen. Also der Autor hier sagt, bis heute sind alle seine Filme eigentlich Einweihungszeremonien. Es geht also gar nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, eine Love Story oder irgendetwas Sinnvolles. Es geht einfach darum, einfach nur ja, Rituale quasi in Filmen zu verarbeiten oder, wenn wir ein bisschen gemeiner sind oder ehrlicher sind, zu verstecken. Ja, die Leute, die die Sachen kennen, die erkennen sich da drin und die anderen, die das nicht kennen, die finden es halt einfach nur aufregend und cool und anders und auch, was weiß ich, exotisch und so weiter. Und das ist halt ein Trick, der da gemacht wird. Damit kann man dann alle zufriedenstellen. Die einen sagen, boah, noch nie so was gesehen und die anderen sagen, ha, guck mal hier, ne? Einer von uns. So, und noch, wenn man sich immer hier auf Kenneth Anger mit Lucifer Rising sieht, dann darf man nie vergessen, dass eigentlich seine Referenz Crowley ist. Und der ist von 1875 bis 1947 auf dieser Welt umhergewandelt. Das sage ich extra so. Ne? So, und Crowley war eben ein englischer Satanist, deswegen kommt immer bei dem Begriff Okkultist meine grüne Flagge und ein einflussreiches Mitglied von verschiedensten Geheimorganisationen, Golden Dawn, OTO und noch ein paar andere mehr. Ja, The Book of the Law, das Buch des Gesetzes und seine eigene Religion, in Anführungsstrichen heißt Thelema, hat man ja letztes schon mal gemacht. So, und sein Diktum, also sein Diktat, sein Leitspruch ist, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Und Thelema ist eben eine Fusion, da sind wir schon wieder beim Ökumenismus sozusagen, zwischen ägyptischer Religion, Judaismus, babylonischer Heidentum, hinduistischer Mythologie und war oder bekam und wurde ein kosmischer Hintergrund für Crowleys Religion des Willens. Ja, so, da kann man mal sehen, wenn man alles zusammenmixt, ja, dann kann man auch letzten Endes ganz viele Leute beglücken und die sagen: Mensch, super interessant, kenne ich schon, kann ich was mit anfangen. Ne? Das ist quasi so wie ein Schlüssel, der in irgendein Schloss passt. Ne? Das ist so ein Trick. Das machen ja andere Kirchen genauso. Ne? Dass man da also verschiedene Sachen miteinander zusammenmixt. Ne? Es gibt ja einige bekannte Kirchen. Ne? Muss
man nur den Kanal Joggler 66 nur Ökumene mal anklickt. Dann weiß man, was da gemeint ist. Oder die Rechtfertigungslehre, die gemeinschaftliche Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999, ne, solche ganzen Geschichten. Also hier geht es immer um einen Pfad der spirituellen Entwicklung. Es geht immer darum, selber erleuchtet zu sein. Ne? So, und Crowley selber hat gesagt, auf der nächsten Seite, was er gesagt hat, kann ich jetzt nicht lesen, aber egal, dieses Bild ist auf jeden Fall sein Selbstporträt genannt, die Sonne. Ne? So. Und er selber wird öfter benannt in Lucifer Rising. Und das ist ganz, ganz interessant. Das heißt, wir brauchen uns überhaupt nichts vorzustellen. Wir wissen eigentlich genau, was gemeint ist. Und nochmal, in Sympathy for the Devil spricht Mick Jagger, beziehungsweise die Band The Rolling Stones, spricht von Guess You Know My Name. Und sein Name ist Lucifer. Und das Ding heißt Sympathy for the Devil. Also ist Lucifer gleich der Teufel, gar keine Frage. Also Lucifer ist gleich Satan, nur ein anderer Name, beziehungsweise andere Berufsbezeichnung. Lasst euch da nicht veräppeln von irgendwelchen neuen modernischen Fernsehserien, die euch andere weitig erzählen. Ja? Der Mick Jagger ist tief genug im Thema drin, dass der Ende der 60er Jahre ziemlich genau wusste, was über wen er da zu singen hat. Okay, das ist unser Lucifer hier in dem Film. Der heißt Bobby Beausoleil. Hat einen Lippenstift an und interessanter Charakter, aber erstmal hier aus wie so ein kleiner Karateanzug oder sowas, aber interessanter Charakter aus einem ganz einfachen anderen Grund. Ne? Kommen wir auch gleich zu. So, 1947 ist er gestorben, aber jetzt ein sehr wichtiger Satz. Crowleys freie Verwendung von Drogen, seine Attitüde zu freier Liebe, sein Benutzen, sein Gebrauch von Kommunen und sein sogenannter unabhängiger Geist ist eben genau das, was ihn für die Generation der 60er super interessant gemacht hat. Er, beziehungsweise sein Lebensstil, hat denen gedient als ein Prototyp für die sogenannte Love Generation. Wir haben hier Drogen, wir haben freie Liebe, wir haben Kommunen, und wir haben unabhängige Geist, zu Deutsch, also tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Free like a bird, wie die Beatles sagen würden in anderen Kontexten. So, und daher kommen natürlich jetzt auch die Blaupausen für so Gruppen wie Beatles und so, die sich dann plötzlich so genannt spirituell entwickelt haben. Das ist letzten Endes alles das, was er promotet hat. Läuft jetzt hier unter Love Generation, läuft hier unter 68ern, läuft unter Summer of Love, ist aber alles Satanismus. Und die Freundschaft von dem Regisseur Kenneth Anger, der mit Crowley zu tun hatte, ich müsste jetzt nochmal gucken im Skript, aber ich glaube, sogar persönlich zu tun hatte, mit den Rolling Stones, hat eben einen okkulten Gegenzug gemacht zu den Beatles. Das ist natürlich völliger Unfug, der Satz eigentlich, weil die Beatles auch okkult sind. Ja, zu der Beatles Popularisierung der transzendentalen Meditation. Wir erinnern uns an Mahayeshi Mahesh Yogi. Ja, und das hat ihn inspiriert, das wissen wir ja schon, das muss ein lebendes Prinzip sein, ein lebendiges Prinzip, a demon, an apparition, an angel. Und da hat ihn eben der Geist, der Evil Spirit, eben zu dem Song Sympathy for the Devil inspiriert. Ich meine, also noch klarer kann man einen Songtext nicht machen und noch klarer kann man nicht sagen, inspiring the song Sympathy for the Devil. Also welcher Geist, den Mick Jagger da jetzt inspiriert hat, ja, diesen Song zu singen, ja, und welchen Geist, den Kenneth Anger inspiriert hat, den Rolling Stones diesen Song vorzuschlagen. Ich meine, da ist es doch, glaube ich, mehr als eindeutig, dass es auch ein teuflischer Geist war oder ein Evil Spirit, ein Fallen Angel, Unclean Spirits, wie ihr das haben wollt, egal wie, in Deutsch, in Englisch, in Holländisch, könnt ihr nehmen, wie ihr wollt, der kommt immer beim selben raus und deswegen machen wir mal weiter. So, dieses angebliche Äon hat angeblich in 1962 geendet. Das war die Ära des Fische. Das war eben das Zeitalter, sogenannte Zeitalter von Jesus Christus. Da geht es sich im Übrigen darum, dass es eben so angeblich in der, in der siderischen Astrologie müsste das sein, dass da eben der so benannte Tierkreis wandert im Zodiac. Das heißt, angeblich braucht er dann 24.000 Jahre durch 12,
der Tierkreiszeichen bei den Chaldeern. Und im siderischen Tierkreis, ich habe das nie gelernt, das war jetzt einfach nur so ein Byproduct meiner Ausbildung damals, ist das so, dass man sich die Fixsternpositionen merkt und die ändern sich so im Laufe der Zeit. Ne? So, und da haben die letzten Endes gesagt, damals sind 24.000 Jahre durch 12 Tierkreiszeichen macht 2.000 Jahre. Und das kommt natürlich dann zu dem Jahr 1962 Pi mal Daumen hin. Es gibt ja immer noch so ein bisschen Unschärferelationen, da gibt es auch nicht immer Gradgenauigkeiten. Aber es wird propagiert. Das ist natürlich absoluter Unfug. Ich sag's nur, damit man halt versteht, wo diese leeren Anführungsstrichen herkommt. Und ich hätte mich da jetzt, gebe es zu, auch noch besser vorbereiten können, aber das fällt mir jetzt gerade nur ein, quasi live. Ja, dieses sogenannte Wassermann-Zeitalter ist eigentlich dann genau angeblich angebrochen, als diese Geschichte hier mit freier Liebe und 68er-Bewegung und so weiter. Und das hat natürlich dann auch einen neuen Aufschwung der Esoterik und der weißen Magie und den weißen Hexen, Reiki, Meditation, Yoga, Astrologie, Tarot und so weiter alles geführt, weil das natürlich alles Sachen sind, die dann von diesen Leuten, die dahinter stecken, hinter dieser ganzen Agenda, natürlich dann promotet. Ja? So. Und das ist eben so, dass wir das jetzt da quasi dann als einfach so mal als gegeben hinnehmen müssen. Wir wissen genau, das ist alles heidnische Lehre, das ist natürlich alles ganz großer, im wahrsten Sinne des Wortes, Hokuspokus. Aber es geht darum, dass Millionen oder wenn nicht überhaupt Milliarden Menschen das dem folgen. Und ich war ja auch einer davon, die da halt damals dann völlig enthusiastisch den ganzen Sachen gelernt haben. Aber wie gesagt, siderische Tierkreis, das ist indische Astrologie, das ist asiatische Astrologie, hat mit westlicher wieder nichts zu tun. Es gibt unendlich viele Verwirrungen. Das ist Wahnsinn, wie komplex alleine schon dieses Thema ist. So, und Crowley hat angeblich Darf ich kurz was sagen? Bitte? Darf ich kurz was sagen? Ja. Ja, deswegen habe ich mein Mikrofon eingeschaltet. Ich habe es vorhin auch schon ein paar Mal eingeschaltet, aber es war, weil dein Mikrofon immer wegfiel. Und sobald ich mich eingeschaltet habe, um was sagen zu wollen, warst du wieder voll da. Okay, dann muss ich mal ein bisschen weiter wieder weg vom Mikro, ja. Mhm. Ne, es ist ja in Ordnung, es geht ja jetzt. Nein, ich lese nur hier gerade diesen letzten Satz da von Enger, 66, 70. Die letzten 2000 Jahre waren basiert auf Renunciation, also Widerrufung. Opfer und Schuld. Hm. Der Kampf für die nächste Generation, das sind die nächsten 25 bis 50 Jahre, ist um die Muschel zu häuten, also mit anderen Worten, um die Haut noch von dem letzten Zeug wegzunehmen, um dafür zu sorgen, dass das abgeputzt ist, ja, dass das gegessen ist, so eine Übergangszeit. Hm. So. Hm. Die nächsten 25 bis 50 Jahre, wir sprechen 1962, 50 Jahre dabei ist 2012. Und da finden wir uns auf einmal ganz dicht bei der Periode, wo wir heute 2020 sind. Mhm. Und dann kann ich doch nicht anders, als daran zu erinnern, jeder hört im Augenblick überall das Wort Transhumanismus. Da war ein ganz gutes Video rausgekommen letztens, ich glaube, das hast du auch gesehen, Michael, von Nicholson 1968. Ja. Ja, ja. Mhm. Der hat am Ende einen Werbeclip gezeigt, ich weiß keine Ahnung, wo er den hier hat, wo eine Tochter zu ihren Eltern im Film spricht, ich will mich verändern, ich bin trans. Mhm. Und die Eltern sagen von, ja, ist alles in Ordnung, ist auch heute, jeder ist gerne der Sex, den er will. Nee, ich bin nicht transgender, ich bin transhuman. Mhm. Raus aus diesem Körper, ich will mein Gehirn in einen Computer runterladen und für ewig leben. Und das ist genau die Sache, die jetzt in diesem Aquarian Age, also in dem Zeitalter des Menschen kommt, das geregelt, das regiert wird von Uranus, wie sie das hier sagen. Ja? Mhm. Da wollte ich nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass du da vielleicht auch mal kurz drauf eingehen kannst, dass wenn wir doch sehen, wenn dieser Enger hier schreibt, die nächsten 25 bis 50 Jahre putzen wir noch den letzten Staub von diesen letzten 2000 Jahren ab, und dann fangen wir mit unserer Agenda an, die in den neue Zeitalter passt. Das ist doch genau das, was wir jetzt haben. Und jetzt haben wir wieder eine Reinigung im Augenblick durch, ich sag mal jetzt, diesen Coronavirus, was wir im Augenblick mitmachen. Hm. Wenn man das alles in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext sieht, gewinnt man da auf einmal ganz andere Perspektiven. Findest du nicht auch?
Ja, für mich ist es natürlich nichts Neues insofern, dass ich natürlich dann weiß, dass es eben diesen siderischen Tierkreis gibt und wir hier in Europa oder wir überhaupt in der westlichen Astrologie beziehen uns auf den tropischen Tierkreis und bei denen wandert der siderische Tierkreis mit. Bei uns ist dann immer 0 Grad, Widder ist bei uns immer Frühling und nur die haben halt nicht mehr die Position, wie sie damals mal hatten, diese Tierkreis, diese Fixsterngebilde. Und aufgrund dessen, ich habe das deswegen jetzt gesagt, Folgendes. Es gibt dann eben in diesen Lehren gibt es einen Übergangsbereich zwischen diesen Zeitaltern. Ja? Also zwischen diesen Tierkreiszeichen, Fische und Wassermann sind ja zusammen. Wassermann ist das 11. Tierkreiszeichen eigentlich und Fische das letzte, das 12. Das ist die Transzendenz, das ist die Aufgelöstheit, wo man sich von anderen hingibt und so weiter und so fort. So ein bisschen die Allegorie. So, und im Wassermann selber, Wassermann steht für die absolute Individualität. Ja, das heißt, ich bin für mich der Maßstab, ich muss mich total verwirklichen und so weiter und so fort. Da geht es nicht mehr um Nächstenliebe oder sowas, da geht es nur noch um die Eigenliebe. Das ist die Geschichte mit Ikarus und Daedalus, also zu nah an der Sonne. Ne? Und dann eben Wachsflügel und dann eben der große Absturz und der Tod. Und das ist natürlich eine Allegorie natürlich auch auf Luzifer. Und wenn man jetzt einen Übergangsbereich haben will zwischen diesen zwei Tierkreiszeichen, ist es so, dass diese Tierkreiszeichen in Grade eingeteilt sind, und zwar immer 30 Grad. 12 mal 30 gleich 360. So, und da gibt es einen Übergangsbereich, der ist immer plus minus 1 Grad. Und 1 Grad bei 2000 Jahren aus dem siderischen Tierkreis wären jetzt 66,67 Jahre. Und da kannst du natürlich jetzt auch hingehen und kannst jetzt auch rechnen, 1962, warum immer die auf die Zahl kommen, plus 66, dann bist du dann auch beim Jahre 2030. Also du kommst immer, du hast natürlich jetzt keinen abrupten Übergang, du sagst so, heute war jetzt die Sonne gelb, morgen ist die Sonne grün, sondern du kommst natürlich da auch in einen Unschärfebereich, wo die Leute erstmal sich dran gewöhnen müssen. Aber du kannst in diesem Zeitraum, da hast du ja schon wieder 2 bis 3 Generationen und das wird halt Salamischeiben-Taktik, kommt das hin. Wir haben ja jetzt, Jörg, wenn du so willst, die Leute, die 68 revolutioniert haben, so beispielsweise nur als ganz apostrophiert, ein Joschka Fischer, ja, das sind ja die Leute, die uns jetzt regieren. Oder die schon regiert haben. Die 68er haben doch mal gesagt, wir sind die Leute, von denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Mhm. Ja. Genau. Das sagt doch schon einiges aus, ne? Ja. Das sagt doch schon einiges aus. Und wie gesagt, das natürlich alles mit diesen Zeitaltern, das ist natürlich alles jetzt heidnisch. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Wir dürfen das jetzt nicht in den Topf werfen, dass es jetzt hier die Wahrheit wäre. Nur diese Leute spielen das natürlich dann auf dieser Ebene durch und wissen gar nicht, dass sie eigentlich mit dieser Esoterik und ihrem ausgelebten Kram eigentlich nur Satanismus dienen. Das hat natürlich jetzt zig verschiedene Verkleidungen und Benennungen. Wir dürfen das nie vergessen und das ist der Grund, warum ich jetzt den Okkultisten immer da wegstreiche bei Crowley, immer sage, es ist ein Satanist, damit das ein für alle mal klar ist. Es gibt da keine guten Okkultisten. Okkultist heißt immer, ich habe Geheimnisse vor anderen. Okkultist heißt immer, ich habe da gewisse Dinge, die erzähle ich nicht, die mache ich im Geheimen. Ja, das ist nichts anderes. So, und das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann Jesus Christus wiederkommt. Aber dass er wiederkommt, das wissen wir. Also, wir machen daraus kein Geheimnis. Wir versuchen ja, die Geheimnisse hier aufzudecken, according to Ephesians 5:11. Ne, habt keine Gemeinsamkeit mit den Kräften der Dunkelheit, sondern exposiert sie. Ja, ich habe mittlerweile Probleme mit der deutschen Sprache. Weil ich auch. Ja. Wenn es um die Übersetzung von Bibeltexten geht, dann ist das manchmal nicht so leicht. Ja, ja, genau. Ne? So, und deswegen sagen die jetzt, es wäre das ägyptische Zeitalter von Horus. Das ist nämlich genau die Geschichte immer bei Crowley. Und das heißt, wenn jetzt David Bowie genau diese Pose macht mit den verschränkten Armen, dann macht er genau diese Geschichte, die er von Crowley kennt. Und vor allen Dingen macht das auch noch in dem Lied Quicksand, wo er sagt, I'm closer to the golden dawn, I wear Crowley's Uniform oder sowas ähnliches. Also er bezieht sich ja eindeutig auf Crowley und Crowley bezieht sich auf ägyptische Mythologie, bezieht sich auf Osiris und auf dieses Äon von Horus. Und Horus ist halt nur das Kind. Ist so wie Tammuz. Wenn ich den Namen Nimrod vermeiden möchte, sage ich eben, nee, das ist Tammuz. Ja? Ich wollte noch eine kurze Sache anholen, wenn einige Leute das gerne mal ein wenig mit den Jesuiten verbinden wollen, die natürlich bei solchen Sachen ja immer im Hintergrund sind, dann sollten sie mal den Namen googeln, Teilhard de Chardin. Das ist ein hochrangiger Jesuit, der in
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt hat und der als der Vater des New Age mitgilt. Der in den 20er Jahren in den Skandal involviert war, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, von den Piltdown Man. Und der wird eigentlich angesehen als der Vater des New Age. Wenn man also mal ein wenig die Verbindung sehen will zu den Jesuiten und damit zur römisch-katholischen Kirche, wo wir ja wissen, dass es eine satanische Kirche ist, der muss sich Teilhard de Chardin anschauen. Teilhard geschrieben. T-E-I-L-H-R-D, neues Wort D-E und dann letztlich sein Nachname Chardin, C-H-A-R-D-I-N. Ja, Teilhard de Chardin. Das noch eben von mir dazu. Und jetzt mach bitte weiter, aber ich dachte nur, diese 50 Jahre 2012, Transhumanismus, wo wir heute sind, das ist so diese Übergangsphase, die jetzt abgelegt wird. Ne? Ja, hier schreiben sie halt, dieses Zeitalter wäre ungefähr 2150 Jahre lang. Weißt du, da gibt es halt einfach Grauzonen. Ne? Und wie gesagt, die Grauzone ist dann halt immer ein Dreißigstel. Und ein Dreißigstel von 2150 ist halt ein bisschen mehr als 50 Jahre. Einigen uns auf 60 Jahre und dann bist du halt einfach bei, ne? 2020, 2030. Wir sind also in jeglicher Form, jeglicher Art sind wir immer so, dass wir sagen können, wir leben in einer unheimlich spannenden Zeit. Also das kann ja wohl keiner bestreiten. So, und deswegen sagen die hier, this is the dawning of the age of Aquarius. Ja? So, da bricht es also an. Okay, machen wir weiter. So, und Crowley hat eben gesagt, also ne, ich kann jetzt nicht alles von Crowley jetzt hier, aber hat eben verschmolzen, eben Lucifer und Horus, hat sie beide als Manifestation derselben Kraft wie zum Beispiel Licht, extra grün geschrieben, also meinetwegen grünes Licht, ne, grüne Lampe, wie grüne Laterne hieß halt dieser Superheld, ne, der nur mit grün kann, ne? So, Licht, angeblich, Jugend, angeblich und na, Disobedience, also Ungehorsam. Tja, da sind wir doch schon wieder bei Rebel Without a Cause, da sind wir doch schon wieder bei der ersten Revolution und das war doch eben Lucifer. Ja, also von daher siehst du mal, wie Crowley da teilweise die Wahrheit sagt. Ne? Teilweise natürlich nur. Also Isis, Osiris und Horus, ja, das ist alles Bestandteil von Lucifer Rising. Ja, geht sich einfach um das neue Zeitalter und daher, dass Crowley sagt, das Zeitalter des Horus, des Kindes, also sozusagen die, wenn man so will, die Frucht, ja, die Früchte, ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dann werden natürlich die Früchte von heidnischen Götzen deren Kinder. Hm? Sehe ich zumindest so. Ja, ist ja die Frucht, die eine Frau gebärt, ist ja dann halt auch das Kind. Ne? So, und deswegen ist natürlich alles jetzt hier. In Telema ist alles noch komplizierter, ist ja auch klar, der Gott der Verwirrung steckt dahinter. Isis wäre Leben, Osiris ist tot, ist ja auch kein Wunder, der ist ja auch zerstückelt worden. Lilith ist Discontent, da muss ich jetzt selber mal gucken hier, Discontent, da habe ich jetzt auch nicht alles im Kopf. Discontent. Sowas wie unzufrieden, ne? Unzufrieden, ja, die ist immer unzufrieden, die möchte ja immer oben liegen, also ist ja das, was ich, ne, so, hat man ja schon mal bei Peter Gabriel, glaube ich, ne, das ist ja die immer auf Sex aus ist. So, und Lucifer ist die Jugend und die und den der Ungehorsam, ne? So, okay, machen wir weiter, weil ich möchte eigentlich jetzt von diesem Film auch immer mal weg, weil es gibt noch viel, viel Interessanteres davon. Ja, jetzt sagt hier Crowley, sagt eben, das Konzept wäre jetzt hier ein dramatisches Ritual, in welchem du meditierst, an einen Gott meditierst, zum Beispiel an den Gott des Krieges, Mars hat er ihn bezeichnet. Ne? Mars, wenn du an den Gott des Krieges meditierst, dann bekommst du auch Krieg. Da habe ich gesagt, Mars, da war doch mal was, ne? Maya, Amschel, Rothschild and Sons. Ne? Das kennen wir aus Code für Babylon zum Beispiel, da habe ich es noch im Kopf irgendwo. So hat beispielsweise Herrscher des Bösen. War das nicht auch ein Code für Babylon? Der Herrscher des Bösen. Okay, ich dachte, Code für Babylon wäre es gewesen. Das kam ein Herrscher des Bösen. Das, das bezweifle ich nicht, aber ich hatte immer Code für Babylon in meinem Kopf gehabt. Okay, gut. Er hat das auf Seite 160, 159, 160 in seinem Buch Herrscher des Bösen steht das drin über die Rothschilds. Dass man eben Mars eben auch mit dem roten Planeten verbindet und die Schilder der römischen Soldaten im heidnischen Rom waren rot. Und deswegen ist es dann noch nicht verwunderlich, dass man aus Mars eben Meier, Amschild, Rothschild und Söhne eben das machen kann. Ne? Mhm.
Ja, und Rotschild heißt ja eben auch rotes Schild, ne? Also von daher, das rote Schild wie Tropft Soldaten. das Blut noch runter, ja. Ja, also wie die Soldaten von Rom das rote Schild haben, so nennt sich dann diese jüdische Familie Rothschild, und Meyer, Amschel, Rothschild und Söhne gibt dann auch nur das Konotikum, oder wie er das nennt, Mars, Mars. Das ist in Herrscher des Bösen. Das kann sein, das will ich jetzt nicht abstreiten, dass es auch in Cold World Babylon steht, aber Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, war er, und da weiß ich, steht es 100% drin. Okay, ja, prima. Siehst du, wenn sogar noch eine Seitenangabe hier. Wahnsinn. Also Lilith, die mit den gebrochenen Herzen, würde dann halt eben die Braut von Lucifer sein. Und die wurde von Marion Faithfull gespielt, die zu dieser Zeit völlig niedergeschmettert war aufgrund der Lösung der Beziehung zu dem Sänger der Rolling Stones namens Mick Jagger. Auflösung. Ja, was habe ich gesagt? Lösung. Ja, okay. Naja, es geht um die Auflösung der Beziehung, nicht die Lösung der Beziehung. Man spricht doch von Auflösung, ne? Eine Beziehung auflösen. Weiß ich nicht, also die Beziehung wird jetzt gelöst. Ja gut, aufgelöst, gelöst. Okay, ja, für mich da fast dasselbe, aber wie du möchtest. So, okay, also der Auflösung der Beziehung mit Mick Jagger. Lucifer war original der Name des Morgensterns durch die alten Römer für den Planeten Venus. Das ist die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit steht in der Bibel, in Jesaja 14, 12. Die steht aber jetzt hier nicht drunter, weil ich, wie gesagt, ich. Das ist jetzt hier nur das zweitbeste Skript, weil das beste Skript der Computer gefressen hat. Also als eine Götzeneinheit, ja, hat eben der Herr Enger gesagt, dass Luzifer die Liebe seines Lebens ist. Deswegen hat er auch eine große Sünde begangen. Schaut euch das an. Ja? So konsequent ist der Mann. Also wenn man von vornherein nicht gedacht hätte, er hätte mal einen schlechten Tag gehabt. Nein, der hat eher ein schlechtes Leben. Und jetzt kommen wir mal zu dem Herrn Enger mal ganz kurz. Also, er hat eben da einen Schauspieler gesucht und sein erster Luzifer war ein 5 Jahre altes Kind, das sich selber umgebracht hat, angeblich umgebracht hat, währenddessen es versucht hat, ja, von einem Dach zu fliegen. Das zweite, Bobby Bussole, wurde wegen Mordes verhaftet und verurteilt. Also, die Leute, die mit ihm zu tun haben, haben kein Glück. Und er sagt jetzt hier, oder einer Carol Rowan meint hier, Luzifers Sünde liegt eben darum, dass er eben Gott übertrifft, was natürlich völliger Unfug ist. Aber wie gesagt, die Leute, die mit diesen Sachen zu tun haben, es ist hier nachher eigentlich nur nach Rot, Schwarz durchgestrichen, Grün und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr kompliziert, das alles zu machen. Interessant ist der folgende Satz: Der luziferianische Geist manifestiert sich selber im Geist des Artisten, des Künstlers. Ja? Das ist mal ein interessanter Satz. Das ist genau das, was wir die ganze Zeit schon seit der Folge 8 als Inspiration quasi jetzt hier mal aufgedröselt haben. Das ist das in anderen Worten, ne? Okay, machen wir weiter. So, das ist die Hymne zu Luzifer, also ein Poet, ein Gedicht geschrieben von Aleister Crowley. Und da müssen wir jetzt gar nicht großartig da rein, aber die interessanten sind nämlich die zwei letzten oder die drei letzten Wörter da. Sun Soul Lucifer, also der sonnenbeseelte Lucifer. Dann haben wir ein Dawn Colossal, das müssen wir bei der Morgenröte, da sind wir halt letzten Endes bei dem Übergangszustand, Morgenröte sozusagen. Und wir sind bei Eden, guck mal hier, bei Eden sind wir. In Eden warst du, hä? Hesekiel 28, 13, interessant. With love and knowledge. Drove out innocence, also mit Liebe und Weisheit oder Wissen treibst du die Unschuld aus. Und the key of joy is disobedience, also der Schlüssel zum Spaß ist Ungehorsam. Also zu Deutsch sind wir schon wieder dabei: Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Aber interessant fand ich hier Lucifer, Dawn und Eden in einem Gedicht. Ich stimme dir zu, aber ich finde das hier auch sehr interessant. Edens imbecile perimeter. Hier wird also der Garten Eden imbezil, kindisch genannt. Der kindische Perimeter, also Parameter, kennen wir ja auch, ne? Die kindischen Oder Abmessungen, Maßstab vielleicht der auch, Maßstab des Garten Edens. Ne? Also das ist hier schon auch schon sehr große Blasphemie natürlich. Ne?
Ja, das ist natürlich das ganze Gedicht, ne? Aber interessant sind halt einfach, dass da so Keywörter sozusagen aus der Bibel genutzt werden, ne? Okay, machen wir weiter. Die Rituale und Einweihungen, die eben in Lucifer Rising stattfinden, ja, sind eben schon in Vorbereitung für Lucifers Regentschaft sozusagen, dem kommenden Wassermann-Zeitalter. Der vorher benannte ägyptische Götze Horus, der eben als Falke repräsentiert wird oder als Falkenmann, ja, war eben jetzt hier als Lucifer in der telemitischen Doktrin schon enthalten. So, und er wäre der Gott des Himmels, the God of the Sky, the God of War and the God of Protection. Da sind wir natürlich bei Epheser 2,2, der Fürst, der the Prince of the Power of the Air, ja, der Fürst, der jetzt in der Luft herrscht. Ne? Zum Beispiel möchte ich da mal beim Falken da oben gar nicht so verkehrt als Allegorie, ne? Nicht als das Tier kann ja nichts dafür sozusagen. So, nochmal Bobby Beausoleil, mal in verschiedensten Farben. Ja, Kriegsbemalung und auch nicht. Ja, hier ein grinsender Luzifer. Ja, und da haben wir auch einen letzten Endes einen Osiris, der da jetzt grün angemalt ist. Angeblich hat das mit Unsterblichkeit zu tun. Ich halte da eine ganz andere Geschichte mit dieser Farbe, was damit zu tun hat. Nämlich, da geht es nämlich dann da um die dunkle Macht, ne? Um die Hexenkraft und so weiter. So, und Engers Conception of Lucifer, also sein Konzept von Lucifer, war immer noch ganz eng zu Mars und den Planeten und so weiter und so fort. Ist ja ganz klar, ist eine heidnische Geschichte. Deswegen stürmen wir jetzt durch dieses Skript. Ja, genau. Ja, okay, genau. Das hatten wir eben schon. Jetzt weiß ich auch, wo es dann falsch gelandet ist in diesem Skript. Okay, machen wir weiter. Ja, we see a snake symbolisieren. Also Snake auch symbolisiert auch Lucifer. Ne? Ist ja klar. Ne? Der Schlange, der alte Drache, der Teufel und der Satan genannt. Ne? Ist immer dieselbe Allegorie. Jawohl. So. Ah, da sehen wir jetzt hier die Isis mit ihrem, ach, wie heißt denn jetzt nochmal dieses Ding auf dem Kopf? Apis. Ach, ich komme jetzt nicht mehr auf alle Namen, immer in der ägyptischen, ich bin ja kein Experte für ägyptische Mythologie. Aber es geht auch hier um was. Mond- und Sonnensymbol, ne? Ja, ja, klar, aber das hat auch noch einen Namen. Wie heißt denn der nochmal? Apis oder so. Letztens wusste ich das noch. Okay, mach mal weiter, weil ich will halt hier auch mal aus diesem ganzen Sumpf mal raus. Ja, Osiris, der Gott des Todes, ja, so, und jetzt guck mal hier, Osiris wurde jetzt hier repräsentiert von dem Schauspieler Camel, so, und dieser Camel war besessen mit dem Tod und speziell seinem eigenen. Er hat also offen einige Male Selbstmord verübt und das letzte Mal erfolgreich in 1996. Ne, so viel mal dazu, wenn man sich mit solchen Themen hingibt, mit solchen Menschen zusammen ist und solchen Lebensstil hat, das ist für viele Leute nicht so besonders gesund. Das ist abgesehen von der Gesichtsfarbe. Ne? So, und Lilith und so weiter. Lilith originally featured in Babylon Mythology and Jewish Folklore. Also Lilith kommt original aus der babylonischen Mythologie und damit hat sie natürlich in die Kabbala Einzug genommen. In welcher Form auch immer. Und der Jewish Folklore, was im Endeffekt ja nachher dieselbe Geschichte ist. Ne? Jewish Folklore hat natürlich dann auch einen Einfluss aus der babylonischen Gefangenschaft mit rübergebracht. Wenn man sich überlegt, das Ganze ist schon weit über 2000 Jahre, ja, da kommt einiges zusammen. Scheibchen für Scheibchen. So, und in Lucifer Rising hat sie eben katastrophale Kräfte und sie hinterlässt eine Spur der Zerstörung, ne? Und der Herr Enger hat die Rolle von Lilith zu Marianne Faithfull gegeben, der ehemaligen Geliebten von Mick Jagger. Marianne holt a scarf und sagte, Marianne hält einen Schal mit ihrem eigenen Blut drauf, der letzten Endes, also steht jetzt hier zumindest angeblich, ja, aus einem so missglückten Selbstmordversuch nach ihrer Trennung von Mick Jagger eben zu tun hat. Also wenn das authentisch ist, dann ist es richtig. Ob das wahr ist, weiß kein Mensch. Aber auf jeden Fall war die Dame auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt ziemlich verzweifelt und deswegen eine Top-Besetzung. Ja, die braucht jetzt überhaupt nichts zu spielen. Deswegen rauschen wir mal durch dieses Skript. Ich will echt in dieser Sendung dieses Lucifer Rising mal hinter mich lassen, weil es gibt wesentlich wichtigere Dinge im Leben als Lucifer Rising. Ich sag's nur, weil, wie gesagt, Kenneth Enger hier eine ganze Menge Leute aufbietet und natürlich Aleister Crowley als Referenz hat. Und das sehen wir auch in diesem Film gleich.
Ja? Thelema angeblich, also die Religion von Crowley, wäre eine solare Religion, also eine Sonnenreligion und eine maskuline Religion, obwohl Frauen da teilnehmen dürfen. Aber Wicca, also Witchcraft, also hier die englische Abteilung unter General Gardner, wäre dann im Gegensatz dazu eine Mond- und weibliche Religion. Natürlich, das muss man jetzt alles glauben, tue ich nicht. Aber natürlich ist Thelema weitaus konsequenter. So wie der Herr Crowley auch immer konsequent gewesen ist. Ja, deswegen geht es natürlich auch um Naturkräfte und um die vier Elemente. Ja, und die Schneise der Zerstörung der Lilith sehen wir dann da. Hier sehen wir zum Glück halb angezogene Frauen. Aber mach mal ruhig weiter, bis der nächste Aufschrei kommt. Ja. Wie gesagt, es ist alles nur, damit ihr mal jetzt auch einen Eindruck davon habt. Ne? Der Adept hat eben dann den Aufstieg von Luzifer in dem Wassermann-Zeitalter, beziehungsweise dasselbe ist eben das Zeitalter des Horus, da hilft. Und der nimmt ein rituelles Bad und worshipt ihm, also verehrt ihn bei Stonehenge. Also wer immer noch meint, dass Stonehenge in irgendeiner Art und Weise jetzt bitteschön ein Observatorium ist, der muss nochmal doppelt denken. Ich glaube, du solltest vielleicht kurz erklären, was das Wort Adept heißt. Das ist der Lehrling, der Einsteiger, ja, der Neuinitiierte. Ach so, ja, der, ja, genau, ne, der Eingeweihte, der Helfer eigentlich da. Ne? Mhm. Ja. Wollte das nochmal eben deutlich machen. Ach so, ja, okay. Jeder Deutsche versteht das Wort. Das ist fast ein Eigenname, wenn man das ja auch schon das öftere Mal hört. Ne? Okay. Ja, ich denke ab und zu so an meine Mutter, die das Wort nicht kennen würde. Deswegen. Ach so, ja, okay, gut, dann weiß deine Mami das jetzt. Ja. Das ist gut. Wehe, die vergisst das. Okay, mach mal weiter. Ne? Mach wirklich weiter, weil wie gesagt, alles jetzt hier, das ist jetzt, ich wollte jetzt nicht jedes hier rausskippen. Ne? Hier sehen wir schon teilweise Logo von Thelema, ne, auf dem Bett und so weiter und so fort. Da kommen dann solche Geschichten, Vulkanausbrüche und so weiter. Die Geburt von irgendetwas, eine Eruption, hier Fruchtbarkeit, Isis und so weiter und so fort. Alles heidnisch, heidnisch, noch mehr heidnisch. Die Geburt des Krokodiljottes. Der Jötzen, das kann man einfach sagen. Also wenn die von Christianity schreiben, man kann alles nur noch grün machen, ja. Angebliches Christentum würde eben die kosmische Balance verneinen und die Religion einfach vereinfachen in gut und schlecht und enger. Kenneth Anger kommentiert hat einfach, die antike Pagan-Religion hat also viel mehr Nuancen zu bieten. Ja. Die hat auch nur Lügen zu bieten, ja. Das ist ja alles. Da haben wir dieses Ankh nochmal, das Symbol der Ewigkeit auch. Ich weiß, dass P.D. Stewart da seine Meinung zu hat. Ich hab da auch meine Meinung zu. Ja. Ja, sie schreit, er antwortet. Ja. Müsste eigentlich umgekehrt sein, aber biblisch. Und ja, jetzt wird es halt nicht so ganz appetitlich, aber ist halt bestimmt alles nur Ketchup. So, und die Szene 5, Lilith erwacht. Ja, Lilith erwacht und sie wandelt durch den Black Forest. Der Black Forest ist nichts anderes als der Schwarzwald. Der arme Schwarzwald. Ja, da gibt es natürlich dann auch Dinge, die da nicht so lustig sind im Schwarzwald, aber das hat eben alles mit Anbetung zu tun und das muss man auch nicht alles jetzt hier behandeln. Sie teleportiert sich dann zu den Pyramiden auf Giza und wer da mehr zu wissen will, sollte Alan Parsons gucken. Der findet nämlich Giza und die Pyramiden auch so super toll und da gibt es sogar T-Shirts mit Lucifer Rising mit einer Pyramide drauf. Ne? Und sie steht dann an dem Fuß der Sphinx und betet dann die Sonne, den Mond, das Universum an und so weiter und so fort. Ne? So sieht das dann aus. Ne? Hintergrund die Sphinx und vorne dann eben dann die Dame, wenn es eine wäre. So, und jetzt kommt die nächste Geschichte. Ne, das Verehren nackt bei Stonehenge, ja, und dann konnektiert, dann verbindet der Adept wieder den heiligen Schutzengel, liebe Güte, ja, und wurde dann völlig bewusst zu seinem eigenen wahren Willen in einem Ritual bekannt als Wissen und Konversation. So, nur mal dazu, Stonehenge ist dann auch einer dieser Plätze und Stonehenge ist natürlich auch ein Observatorium, na klar. Na klar ist das ein Observatorium. Ja, nur observieren wir da was ganz anderes als nur die Sterne. Ne? Gebt da mal einen kleinen Tipp. Da fehlt eine ganze Menge, ja, an Informationen. Das habe ich jetzt mal zusammengetragen hier. Ne? Während des Tages, dann reist Lilith eben zu einem anderen Solartempel, ja, den Externsteinen. Och, guck mal, bei Nacht macht eine Gruppe von 6 Druiden, also hier nicht Miraculix, sondern jemand anders, dieselbe Reise. Externsteine? Externsteine, irgendjemand? Hallo Deutschland. Ja?
in Teutoburger Wald. So, ich habe jetzt hier mal kopiert, das kann man jetzt alles scrollen, 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 scrollen. Ja, da steht alles drin. Da steht sogar drin, habe ich, glaube ich, irgendwann so benannt hier, da steht doch genau drin, dass es da einen Zeitungsartikel gab von wegen kein Kummersaufen mehr bei den Externsteinen. Also hier gibt es alles an Informationen, was Sie sich und ihr euch da draußen vorstellen können zu den Externsteinen. Alles Mögliche. Nur nicht die Wahrheit. Nur nicht die Wahrheit. Die steht hier nicht drin. Ich habe nämlich mal einen Spaß gemacht heute während der Recherche. Ich habe nämlich dann einfach mal hier diesen Wikipedia-Eintrag, bevor ich ihn kopiert habe, habe ich ihn einfach mal mit String F mal nach einem gewissen Wort durchsucht. Und dieses Wortteil taucht da einfach zum nicht auf. Ja, gar nicht auf. Ja, da kannst du, alle möglichen Steine sind da benutzt, wahrscheinlich alle Winkel und alle Farben und die Windrichtung und welche Fauna, welche Flora und wer da überhaupt schon mal irgendwas eingeritzt hat, alles unheimlich wichtig. Ja, nur eins steht da nicht drauf, weil nämlich denn die Wahrheit letzten Endes da ein bisschen blöd wäre. Dann müsste man ja zugeben, dass das eben einen anderen Grund hätte, warum man diese Stätten erhalten muss. Oh, ein Sargstein, gar nicht mehr so appetitlich, ne? Mensch, 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 Mensch. Komisches Observatorium, was ein Sargstein hat, ne? Sachen gibt's aber auch. Oh, Sommersonnenwende. Ja, klar, da kann man noch eine astrologische Konstellation sich angucken. Na klar, wir fahren nur wegen der Sommersonnenwende, fahren wir zu den Externsteinen. Na klar. Manchmal, glaube ich, wissen die Menschen vor lauter Medici-Learning überhaupt nicht mehr, wo man hingucken muss. Das ist jetzt nicht nur auf Wikipedia und die Externsteine gemünzt. Überhaupt nicht. Ja? Du siehst unendliche Informationen. Der Weltraum, ne? Das Wikipedia, unendliche Weiten. Ja? Nur du kommst nie zum Ziel. Da kannst du mit Warp 5 hier durchrauschen durch das Wikipedia-Skript und du siehst nichts. Du siehst alles Mögliche. Jetzt kommt auch noch Dritte Reich. Tausend Sachen. Alles unheimlich wichtig, ne? Ja, welche Bundesstraße da durchläuft, das ist wirklich unheimlich wichtig. Keiner hat ein Navi heutzutage, niemand, jeder braucht Wikipedia, um das zu wissen. Öffnungszeiten und Maskottchen und, oh, eine Kultstätte, oh, guck mal. Walpurgisnacht, die gucken sich bestimmt die Sterne an. Ja, spirituelle Eigenschaften, tja. Ja, Literatur, Bundespost, Komasaufen fehlt noch. Du musst jetzt mindestens weiter bis Komasaufen, damit klar wird, dass ich das auch wirklich jetzt hier so gesehen habe. Endlich schafft man mal ein paar Seiten. Also wahrscheinlich ist es da nicht mehr gemacht worden, aber ich weiß, dass da irgendwo Komasaufen drin steht. Ein Wort fehlt, genau. Ein Wort fehlt bei Externsteine. Das ist auch das Wort, das bei Stonehenge fehlt und bei vielen anderen Worten. Das Wort fängt mit T an und hört mit L auf. Und hat der Kenneth Enger eben schon gesagt. So, machen wir weiter. Jetzt kommt die Sonne. Ja. Endlich. Hat ja alles seinen Sinn, was man da anbetet, ne? Okay, aber wie gesagt, ich will gar nicht so extrem über diesen Film, weil ich habe den Film nachher noch zusammengefasst. Guck mal, der hat eine riesengroße Stele und da steht Osiris und alles ist gut und bei Sonnenaufgang und so weiter und so fort. Endlich sind wir dann mal da, wo wir hinwollen in Ägypten und alles sieht ganz toll aus. Und hier ist auch Shiva, guck mal, die kennen wir doch, die steht am Eingang zum CERN. Ja? CERN ist ja die Abkürzung von CERN-Bus oder so, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Und angeblich die Göttin der Zerstörung, aber hier steht das drin, nein, sie ist die Göttin der, geht nochmal bitte zurück. Ja, hier steht nämlich drin, der Kenneth Enger sagt uns da was ganz anderes. Der Kenneth sagt da, nein, nein, sie ist zwar die Zerstörerin, oder he ist, wusste ich auch noch nicht, dass das Schiene hier ist, aber wahrscheinlich sind wir da schon wieder bei Gender Agenda gelandet, ja, repräsentiert Zerstörung. Ne? Aber he is, however, considered as a positive force, the destroyer of evil. Das ist genau dieselbe Falschgeschichte wie mit Lucifer. Och, er ist ja nur so böse, weil er den Auftrag hat und er macht ja eigentlich ein gutes Werk, ne? Indem er dann die Bösen aus dem Verkehr zieht, ja, ja. Mhm. Dieselbe Geschichte, nur in grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und dann sind wir jetzt auch hier bei den, immer endlich wieder im asiatischen Bereich gelandet und so weiter und so fort. Und ja, machen wir mal weiter, wo wir auf den Hund kommen. Da sind wir endlich wieder bei unserer Einweihungsszene mit dem großen T. With the use of a magic circle. Mensch, wenn wir das vorher nicht gewusst hätten, ne? So, und auch im keltischen Baumkreis, Holly,
Wir wissen ja, es gibt ja da diese Geschichte von wegen, das sind dann Kelten, die da, ne, und Holly, und deswegen kommt der Hollywood von den Kelten. Ihr Name war Tinne, der Buchstabe T, der da unten drunter steht. Jetzt kann der Buchstabe T aber eine Menge bedeuten, vor allen Dingen, wenn man da sieht, dass über dem T verkehrt herum Babylon steht. Das ist Crowleys Dialekt für Babylon. Ne? Babylon, working. Ja, wenn das nicht glaubt, wer das nicht weiß, Jack Parsons seinerzeit, der Pionier der amerikanischen Raketenwissenschaft, der hat mit Babylon einiges zu tun. Deswegen kann das T natürlich auch für die Tinne stehen. Aber für mich ist das jetzt nur wieder eine absolute Desinformation und Täuschung. Wie auch die ganzen druidischen Geschichten eine völlige Täuschung ist. Da versteckt sich wieder jemand hinter den armen kleinen Druiden. So, und das ist jetzt für eine Webseite hier. Also wenn ihr da recherchiert, Stechpalme, da gibt es nämlich totale Verwirrungen. Ja? Und da gibt es eine ganze Menge Geschichten zu sagen, die uns wirklich jetzt hier, Symbol der Unvergänglichkeit und so weiter, jeder darf was schreiben. Wir kennen sie alle heute als Holly, eine wichtige Bachblüte. Soweit geht es jetzt dann auch schon. Also das hat jetzt dann auch schon so einen Hintergrund, dass man damit dann Dinge heilen kann. Halt angeblich heilen kann, sage ich mal so. Bachblüten ist eine sehr, sehr, naja. Ich sag mal so, wenn euch ein Essen nicht schmeckt, dann könnt ihr als nette, euphemistische Beschreibung sagen, das Essen war interessant. Und deswegen kann ich sagen, Bachblüten ist auch sehr interessant. Okay? Gut. Damit habe ich jetzt keinen beleidigt. So. Und deswegen kann man hier auch keltischer Baumkreis und so weiter. Also Hollywood, seht ihr da die ganzen Stachelpalmen? Nicht? Ne? Aber das hier ist aus einer Dokumentation, die heißt Out of Shadows Deutsch. Die hat mir mal jemand zugespielt. Und angeblich sind das die bösen Druiden, die da die Stachelpalmen da angebetet haben und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es dann so, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt eine ganze Menge Wechselwirkungen. Die Druiden, die Kelten, waren ja nicht die einzigen auf der Welt damals. Ne? Ja, und es gibt da sogar einen auch jesuitisches Gedicht, das heißt Behold of the Wood. Ja, siehe das Holz des Kreuzes. Ich darf doch mal hier eine Anregung geben, auch wenn ich das nicht final erklären kann mit Hollywood. Lassen wir doch das Hollywood, meine Güte, das Holly weg. Eine ist ja schon schwierig hier. Das Holly weg, dann bleibt noch Wood übrig. Warum steht denn das Wood über einer Stadt, wo nicht viel Wood ist, wo also nicht viel Holz ist, wo also nicht viel Wald ist? Hm? Warum steht's da? Ist jetzt völlig egal, warum, wie man jetzt das Holly erklärt, aber Wood steht da. Und im Endeffekt hat diese ganze Stadt eine ganz andere Funktion. Da kommen wir noch zu. Ja, das Holz des Kreuzes, lass es uns anbeten. Ja, mal gucken, was Zweite Mose 20 dazu sagen würde, ne? Die würden sagen, oh liebe Güte. Ne? So, jetzt habe ich hier von yeahcatholic.com einen Link. Ja, warum denn Katholiken das Kreuz an einem sogenannten guten Freitag verehren? Ja, wir knien vor dem Kruzifix und küssen es. Wir verehren natürlich nicht das Material oder das Bild, sondern wir zollen Respekt unserem Gott als Instrument der Erlösung. Und das ist das, was die Bibel dagegen sagt. Ach, so viel Lüge in dieser Welt. So viel Lüge. Es gibt nämlich Direktverbindungen zu den Skythen beispielsweise dazu. Ja, und auch zu den Bachblüten da mit Entsprechungen und so weiter und so fort. Also dieses Thema ist unerschöpflich. Wir werden das nie klären können, ohne mindestens 3 Stunden der Zeit eines jeglichen Menschen in Anspruch zu nehmen und das letzten Endes dann irgendwo auch nicht zum Ziel führt, weil wir es nicht abschließend klären können. Aber eins können wir klären. Wir können klären, dass eben Bachblüten auch eine Glaubensgeschichte ist, genau wie viele andere Geschichten auch. Und wenn Leute daran glauben, gibt es auch so etwas wie Placebo-Effekte. Möchte ich einfach nur mal in den Raum stellen. Und jeder kann sich diesen Placebo-Effekt dann auch hier zu eigen machen. Aber wie gesagt, die Menschen tendieren dazu, an materielle Dinge zu glauben. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Essenz, so wie Miraculix, der war auch ein Druide, damit wirst du ganz stark und auch wieder gesund, dann neigen die Menschen dazu, daran zu glauben. Das
ist jetzt nicht nur auf die Bachblüten bezogen, das ist auf alle Medikamente bezogen. Ja, okay. Bachblüten heißen die von Dr. Edward Bach, das ist wahr, ja. Okay, machen wir weiter. Bachblütenportal, natürlich dann auch schon wieder so eine interessante Geschichte, ne? So, und Out of Shadows, ja, da, genau an dieser Stelle sagt diese Dokumentation, sie programmieren dich und du weißt es nicht einmal, erklärt aber auch nicht, was sie damit meinen zu diesem Zeitpunkt. Und diese Figur, die sich da jetzt oben auf die Pyramide stellt, die wird nicht erklärt. Das ist ja der absolute Gag. Entschuldigung, das Ding heißt Aus dem Schatten und da steigt jemand auf eine Pyramide und die ist dann irgendwie so komisch ägyptisch gekleidet, auch noch teilweise, zumindest nicht europäisch gekleidet. Ja. Das Ding weist eine Pyramide nach oben auf, ist aus Purpur und keiner erklärt, was dieses Symbol heißt. Ne? Hat natürlich auch nichts mit nichts zu tun. Also, es ist ganz schwierig. Die heute vorliegenden Erkenntnisse der Druiden stammen überwiegend aus römischen und mittelalterlichen Quellen. Ne? Christliche Quellen, ja klar. Müssen die alles da schreiben. So. Deswegen gucke ich mir das mal an, was es eigentlich mit den Druiden auf sich hat. Da gibt es aus gottwein.de, da gibt es nämlich eben aus Caesar Gallius und so weiter, da muss ich jetzt mal gucken, wie genau dieses Buch heißt. Der schreibt: Die Druiden haben das ganze Religionswesen, besorgen die Opfer des Staates und der Einzelnen und sind die Lehrer und Erklärer in Sachen des Glaubens. Zu ihnen begibt sich, um sich unterrichten zu lassen, eine Menge junger Leute und sie stehen allenthalben in großer Ehre. Denn fast über alle Streitigkeiten in Sachen des Staates oder der Einzelnen entscheiden sie. Wenn ein Verbrechen begangen oder eine Mordtat verübt wurde, ebenso in Erbschaftsprozessen und Grenzstreitigkeiten entscheiden immer sie und bestimmen Belohnungen und Strafen. Das ist das, was da steht. Da steht aber nichts über irgendwelche ganz, ganz schlimme Dinge. Also es gibt ganz viele Verweise, die dann immer erzählen, von wegen, ja, das ist dann da beschrieben. Und wenn ich da viele mir Bücher angucke und da wirklich mal in die Tiefe gehe, dann stelle ich fest, nö, steht da gar nicht drin. Zumindest nicht an der Stelle, die benannt wird. Also auch ein Verweis, auch eine Note, auch eine Referenz an ein Buch muss man erstmal wieder kontrollieren, bevor man dann sagen kann, ja, das waren die Druiden mit ihren Palmen und die haben dann damit Unfug gemacht und bei Harry Potter hat das auch eine Bedeutung. Das kann ja alles sein, dass es bei Harry Potter die Bedeutung hat, aber nichtsdestotrotz gilt immer die ursprüngliche Bedeutung. Deswegen müssen wir jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß, wir sind schon bei einer Stunde, müssen wir mal ganz kurz mal eben weitermachen hier, denn ich möchte dann zumindest dieses Thema hier mal abschließen. Ja. Denn mit der Recherche ist das so eine Geschichte. Ich habe hier jemanden, der Alexander Hislop debunkt oder zumindest den Versuch unternimmt, ihn zu diskreditieren. Und ich muss dazu sagen, ich muss ihm in einem kleinen Detail recht geben. Das nimmt jetzt nichts von Alexander Hislop weg, aber schult uns im kritischen Denken. Ja? Das heißt, er nimmt sich jetzt hier, dieser Autor Joel Richardson auf seinem Kanal mit 25.000 Abonnenten, nimmt sich jetzt hier Nimrods Beschreibung und Alexander Hislops Erklärung heraus und sagt, nee, nee, das war alles gar nicht so. Das ist letzten Endes alles so ganz anders. Ne? Und Hislop hat sicherlich in vielen recht, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht das Heilige mit dem Profanen so ein bisschen verwechseln. Und deswegen mache ich das jetzt extra am Beispiel von Hislop eben. Auch wenn das jetzt noch 7 Minuten dauert. Der erste Satz hier ist aber falsch, ne? Diese These hält oder lehrt oft, dass alle Religionen unter einen Schirm gebracht werden durch den Antichristen, besonders des letzten Tage Nimrods. Ja, Hier ist ein. das ist aber, Entschuldigung, dass ich da eben zwischenfahre, das ist ganz deutlich ein Verweis auf jesuitischen Futurismus, das von einem Ende Christ, Antichristen spricht, der am Ende der Zeit kommt. Verkehrte Auslegung, Daniel 9, Kapitel 9, Vers 4 bis 27. Ja, Und von das, daher ist die ich, Erklärung, taugt die nichts. ja, das, ich sage auch nicht, dass er recht hat. Ich sage nur eins, mir ist bei diesem Lesen von diesem Video oder bei diesem Schauen von diesem Video letzte Woche ist mir eins klar geworden und darum geht es. Natürlich hast du vollkommen recht, ich wäre da jetzt auch noch gleich ein bisschen drauf eingegangen, vielleicht nicht so ausgebreitet wie du mit der jesuitischen Falschlehre, aber ein Last Days Nimrod, den gibt es natürlich nicht. Ja? Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist ein ganz anderes, das möchte ich mal ganz kurz anfügen. Ja?
Und zwar gibt es natürlich viele Leute, die jetzt hier sagen, 809 Daumen hoch, 125 runter, die sagen, ja, guck mal hier und so weiter und so fort. Wo er aber recht hat, hat er recht, ja, und das kommt jetzt gleich. Ja, und zwar sagt er, nee, nee, Tammuz und so weiter ist alles völliger Quatsch und Semiramis ist alles völliger Quatsch. Tammuz ist nicht Quatsch. Tammuz ist genau wie Nimrod in der Bibel belegt. Tammuz als babylonischer Götze, ja, der eben von seinen Anhängern rituell beklagt worden ist. So, und in dem Strongs steht drin eben hier ein phönizischer Götze, Tammuz mit Z. Ja? So, also, wer sind die Phönizier? Ein semitisches Volk, also ein arabisches Volk des Altertums, das die Levante besiedelte. Jetzt gucken wir uns mal den Raum an, wo die ihr Unwesen getrieben haben. Das haben wir auf dem nächsten Bild. Genau. Das ist da das. Da links ist Zypern, ja, und rechts von Zypern ist dann halt hier Tripoli und so weiter und so fort. Da waren damals da die Phönizier. Okay? Kann ja auch jeder mal selber gucken, wo das ist. Also wie gesagt, rechts von, nein, Quatsch, rechts, Entschuldigung. Meine Güte, östlich von Zypern, East of Eden, ne? Östlich von Zypern, das müsst ihr jetzt hier die, lass mich jetzt nicht lügen hier, ist das Türkei da? Libanon, Moment, Libanon, Türkei ist oben drüber. Ja, ist also heutzutage jetzt hier so ein bisschen die Ecke Libanon, Syrien. Ne? Du siehst hier Damaskus stehen, das ist Damaskus. Ja, ja, genau. Mhm, ja, das genau. Ist Jordan, ja. Jordan und der Teil darüber. Genau. Hier unten hast du Megiddo. Mhm. Megiddo ist bekannt aus der Bibel eben auch, das ist nämlich Harmageddon. Mhm. Ja, die Hügel da, ne? Offenbarung ja. 16, der Hügel, ja. Der Schlachthügel, genau. Ja, von dem das kommt. Ja, das ist mhm. also hier unten ist Israel, hier unten drunter. Ja. Naja, deswegen sage ich, also teilweise Syrien und südlich ist es dann halt Libanon, Israel und so weiter und so fort. Ne, genau. So, und die waren die ersten bekannten Benutzer der Farbe Purpur angeblich. Ne? Ein Farbton zwischen Rot und Violett. Ne? Also die Farbe der Könige. Der Könige. Und das Buch Ezekiel listet die Purpurfarben und Stoffe unter den wichtigsten Exportgütern der Stadt Tyros auf. Hm? Also entschuldige bitte mal, mit der Farbe Purpur bin ich nicht einverstanden. Ich meine, dass die in Levitikus vorkommt. Das ist die Farbe der Priester der Israeliten, die genau dieselben Farben gebrauchen wie die Hure Babylon. Nur eine Farbe unterscheidet sie. Die gebraucht die Hure Babylon nämlich nicht. Und die ist in den priesterlichen Farben der Leviten dabei. Und das ist blau. Ja, ich habe es aber so verstanden, als wenn das hier die Farben wäre jetzt hier, die es speziell für die Könige eben dann, also für die Herrschaftsschicht eben war. Ne? Naja, das will ich gar nicht abstreiten. Nur der Punkt mhm. ist, wenn hier steht, sie waren die ersten Benutzer der Farbe Purpur, da sage ich ein ganz großes Nee. Da steht in Levitikus da drin, dass die Farbe Purpur zu der Priesterkleidung gehört bei den Israeliten. Ja, ja, das ist auch so. Also ich, deswegen habe ich halt eben, also ich weiß nicht, wie ich mich eben ausgedrückt habe, ist ja halt mittlerweile schon ziemlich spät, aber die waren angeblich die ersten bekannten Benutzer der Farbe. Die Heiden, also Phönizier, ja. Die haben das dann übernommen. Ja? Und ja. Man sieht es ja auch heute noch, wenn man in die römisch-katholische Kirche geht, die Priester, die tragen Rot, die tragen Scharlach, die tragen Purpur, die tragen kein Blau. Das ist wahr, ja, ja. Und das Blau ist die Farbe, die den levitischen Priestern mit auferlegt wurde. Daran kannst du zwischen den abgefallenen und den wahren Kirchen erkennen, sage ich jetzt mal so eben. Ne? Mhm. Und deswegen musste ich hier eben zwischenkommen, wenn hier steht, sie waren die ersten bekannten Benutzer der Farbe Purpur. Nee, das hätte jetzt hier grün unterlegt werden müssen. Ja, das stimmt, ja, ja. Mhm. So. Ja, mhm. ja. Ja, bei vier Skripts gleichzeitig ist das echt unübersichtlich geworden. So, aber Buch Ezekiel. Dafür hast du mich ja, dass ich da ab und zu ja, mal eingreife. Ja, aber Buch Ezekiel listet natürlich die Stadt Tyros auf. ja, und Tyros ist eben genau die Referenz auch für Ezekiel 28, 13, Luzifer. Hm? Und Jesaja 14, der König von Tyros. Das ist der Fürst von Tyros, ist Ezekiel 28. Ja, aber du hast es da auch in Jesaja 14 und im ja, Weltlichen, ja. was über Luzifer geht, Jesaja 14, ja, wie bist du von gefallen? Babel ja, ne, das geht nicht über den König von Babel, das geht über den König von Tyros in Jesaja. Das Spottlied auf den König von Babel steht in der Schlacht da drin. Ist das wahr? Liege ich da so ja. verkehrt? Würde ich lügen? Nein. nein, nein, wie gesagt, deswegen Tyros ist Hesekiel und Jesaja ist König von Babel oder Babel.
wie auch immer. Ah, ja. Okay, ich habe jetzt hier gerade Kapitel 43. Ja, dafür 43, sind wir ja zu zweit. Ja, ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es Tyros war. Ja, bei Tyros muss ich immer an Tyrann denken. Deswegen, also das ist für mich eine leichte Eselsbrücke. Tyre, dachte ich, würde da hier geschrieben stehen. Oh ja. Oh, ich finde es jetzt hier nicht auf die Schnelle. Ja, es steht halt im Kapitel drin. Ne? Naja, in der König James steht es nicht. Ja. Nee, da gut, das kann sein. Ich habe jetzt hier in der Schlachter nur geguckt. Ne? Da steht nur der Fall des Lucifer. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Schlachter 2000 im Augenblick. Weil der Text ja auch daherkommt. Ne? Mangels besserer Übersetzung. So, mein Punkt aber jetzt hier mit der Geschichte ist jetzt hier nicht das Video, das einige Ungereimtheiten bzw. einige Lügen verbreitet, zum Beispiel die nächste. In diesem Video wird erzählt, dass Talmud Nimrod ein aufrechter Mann wäre. So, das ist jetzt hier aus dem Talmud kopiert. Ja, Nimrod the Wicked. Also ich denke, aufrechter Mann ist nicht wicked. Ja, und ich habe also 5 oder 6 Mal da Nimrod gefunden und bis auf einmal Nimrod the Wicked. Also es wird viel erzählt, wenn der Tag lang ist oder der Abend. Ja, es wird viel erzählt. Ja, und hier steht also drin in der jüdischen Tradition unten drunter, also in der Bibel kennen wir ja die ganzen Geschichten, da will ich nicht mehr eingehen. In der jüdischen Tradition, in der jüdischen Überlieferung war Nimrod der Gründer des Assyrischen und Babylonischen Reiches. Nach ihm soll die Stadt Nimrod am Tigris benannt worden sein. Das ist, wie gesagt, jüdische Tradition. Nimrod gilt gewöhnlich als derjenige, der den Turm von Babel anregte. Die Frau des Nimrod ist in der rabbinischen Tradition Semiramis. Mein Punkt ist jetzt folgender, dass jetzt hier dieser Nimrod eben auch bezeichnet ist in der islamischen Überlieferung, was uns ja nicht wundert, weil wir ja wissen, woher die islamische Religion stammt. Aber das Thema ist, hier in Alexander Hislop Buch wird Semiramis ausdrücklich genannt. Und damit habe ich ein kleines Problem, weil Semiramis nicht in der Bibel steht. Das ist das Einzige, was ich dem Video, das ich eben hier benannt habe, letzten Endes jetzt hier als Credit jetzt hier anrechnen muss, dass er natürlich bei dem Punkt recht hat, wo er sagt, hier, er vermischt da die ganzen Geschichten und vermischt da natürlich jetzt hier jüdische oder rabbinische Tradition oder irgendwelchen anderen Sachen jetzt hier mit der Bibel. Damit geht der Punkt, aber nur in diesem einen Punkt geht der Punkt an ihn. Ja, alle anderen Sachen, die ich von ihm jetzt gelesen habe, ist letzten Endes jetzt hier eine Geschichte, die ist von vorne bis hinten nicht richtig. Zum Beispiel auf der übernächsten Seite, according to Alexander Hislop, Nimrod was a Negro. Ja, the real original of the black adversary of mankind. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ganze Buch von Hislop durchgesucht und ich habe diese Passage nicht gesehen. Was hier der Autor in dem Video macht, meiner Meinung nach, ich kann mich auch irren, was der Autor macht in diesem Video hier, ist verschiedene Aussagen von Hislop sinnentstellt aneinander zu reihen. Ja, ich habe das in der Übersetzung, die ich gefunden habe, habe ich das nicht entdeckt. Ja, deswegen habe ich unten drunter geschrieben, diese Textstelle ist so nicht im Buch enthalten. Ja, das kommt jetzt gleich unten drunter. Ja, das habe ich so nicht im Buch gefunden. Ja, können wir also echt dem Hasen geben. Es gibt so viele Videos, so viele Menschen, die halt eine Meinung haben, das ist ja auch okay, aber ich habe das nicht nachvollziehen können. Aber was ich aus diesem Video herausgefunden habe, ist, wenn ich Bibelstudien mache, kann ich von Semiramis nicht reden, weil der Ursprung nicht in der Bibel drin ist. Das heißt, ich muss sagen, die Frau von dem Wort, das ist das, wo ich mich jetzt persönlich jetzt darauf versteifen werde in Zukunft. Ich möchte den Namen jetzt so nicht mehr nennen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich eben nicht sicher sein kann, ob dieser Name jetzt wirklich korrekt ist und in dem korrekten Zusammenhang gemacht worden ist. Und da will ich dem Herrn Alexander Hislop gar nichts, aber das ist ein Punkt, da muss man einfach dann irgendwann mal sagen, okay, wenn man es dann wirklich genau nimmt, und das versuche ich in den Lesungen, auch wenn ich vielleicht nicht immer hundertprozentig dabei bin, da muss man letzten Endes sagen, die Bibel und nichts als
heißt die Bibel Sola Scriptura und damit endet auch diese Lesung über Lucifer Rising und ich gebe ab an den Jörg. Ja, also, dass Semiramis nicht in der Bibel steht, ist ja ganz in Ordnung. Tammuz steht zwar namentlich vermeldet in der Bibel, aber die Geschichte von Tammuz steht nicht in der Bibel. Also, man darf das Kind nicht mit dem Badewasser ausgießen, wie man so schön immer sagt im Deutschen. Ja. Es gibt meines Erachtens nicht mit dem Wort Negro, aber es gibt Hinweise darauf, dass Alexander Hislop den Nimrod als einen Schwarzen bezeichnet hat, was auch nicht weiter schlimm ist. Es hat damals auch eben schon die verschiedenen Klassifizierungen von Menschen gegeben. Also Rassen will ich jetzt nicht sagen, aber die verschiedenen Menschenrichtungen, die verschiedenen Farben, also Hautfarben, die hat es früher schon gegeben. Warum soll Nimrod kein Schwarzer gewesen sein? Das steht in seinem Buch so drin. Er gebraucht nicht das Wort Negro, glaube ich. Er gebraucht dafür eine andere Wortführung. Wenn du das Kapitel durchliest, dann wirst du das, denke ich, auch finden, ja, was er damit meint. Und Semiramis war eben seine Frau, aber das ist ja eben auch eine... Wie muss ich das sagen? Frauen wurden ja auch nicht so oft benannt in der Bibel. Ja, nee, Semiramis ist aber auch, also die Geschichte von Semiramis und das Nimrod, der wiedergeborene Sonnengottes und sowas, das ist eben heidnische Religion. Das hat in der Bibel nichts zu suchen. Ja? Natürlich hatte Nimrod eine Frau, aber dass die Frau dann auf einmal behauptet, als Nimrod dann gestorben ist, wovon ja in der Bibel auch nichts vermeldet ist, dass er der wiedergeborene Sonnengott ist und so, das ist eben die heidnische Religion. Das muss in der Bibel auch nicht drinstehen. In der Bibel muss nicht drinstehen, dass Nimrod eine Frau hatte. In der Bibel muss nicht drinstehen, dass Nimrods Sohn Tammuz war. Aber Nimrod steht vermeldet, wie du gesagt hattest, und Tammuz steht vermeldet. Und ja, das ist das Wichtige darin. Genau. Aber die Links, die werden da rausgenommen. Und Semiramis steht auch in der Bibel. Nur wird sie da in Jeremia Königin des Himmels genannt. So, dann sage ich das mal so. Dann steht sie da auch. Aber du kannst nur, wenn du diese heidnischen Religionen kennst... Nee, aber wenn du diese heidnischen Religionen kennst, kannst du die Verbindungen legen. Die Bibel lehrt eben nicht das Heidentum, deswegen steht da nichts von drin. Aber die Leute, die teilweise im Heidentum bekannt sind, werden in der Bibel manchmal genannt. Semiramis als Himmelskönigin, Nimrod, als der Sohn von Kusch, der Sohn von Ham und Tammuz, weil die Frauen am Tempel weinten für den Tammuz. Ja, das ist ja auch unstrittig. So, mein Punkt ist halt einfach, wir können nicht sicher sein, dass sie Semiramis gehießen hat. Ja, darum, das ist der Punkt. Semiramis oder wie man das aussprechen will, ist der Name, der ihr im Heidentum gegeben wurde. Genauso wie ja, Nimrod ist jetzt zufällig derselbe Name. Du hast aber oftmals Abweichungen zwischen den Namen, die in der Bibel an die Leute gegeben werden und den Namen, die im Heidentum an die Leute gegeben werden. Das sind aber dieselben Leute. Das wirst du ganz oft treffen, wenn du dich da wirklich mit der Geschichte im Alten Testament beschäftigst, dann wird es ganz viele Dinge geben, wo du sagst, von der Name ist eigentlich der Name, aber so steht er in der Bibel und so steht er im Heidentum. Zum Beispiel gibt es verschiedene Könige, die im Lauf der Bibel, ich glaube in den Büchern der Könige aufgeführt sind. Da geht es natürlich um die israelischen Könige, da sprechen wir über David und Salomon. Aber da gibt es ja auch Kriege, die führen, ja, mit anderen Ländern. Und da werden deren Könige genannt. Die Schreibweise, die Aussprechweise ist ähnlich, aber ist nicht exakt dieselbe. Es sind aber dieselben Personen. Nur im Heidentum haben die halt einen anderen Namen als in der Bibel. In der Bibel haben sie die richtigen Namen, weil wir wissen, dass die Bibel das einzige wahre, bewahrte Wort Gottes ist und immer korrekt ist. Die Heiden ändern das hier und da natürlich. Und warum machen sie das? Um zu sagen von, ja, aber guck mal, das sind nicht dieselben, dass du ja nicht die richtige Geschichte erkennst. Ja? Und ja, wollte jetzt auch keine ganz große Diskussion. Nein, ich wollte es auch nur mal kurz sagen, es gibt keinen Grund für die Bibel, um Semiramis zu nennen. Weil Semiramis ist eine der drei Pfeiler der babylonischen Trinität. Und die babylonische Trinität wird in der Bibel nicht erklärt. In der Bibel wird erklärt, wie es zu Babylon kommt und was Gott mit Babylon gemacht hat. Das ist für uns wichtig als Christen. Was die Heiden dann davon machen und was die für Geschichten darum spinnen, das ist eine andere Sache. Und dafür brauchen sie halt Nimrod, Semiramis und Tammuz und Wiedergeburt und Obelisk und alles drum und dran. Das kommt alles in der Bibel nicht vor. Ist aber deswegen nicht verkehrt. Und wie gesagt, dass
Alexander Hislop Nimrod als einen Schwarzen erklärt hat, glaube ich, ist richtig, nur hat er das Wort Negro nicht gebraucht. Ja, aber er hat ja hier einen Sinn entstellt gemacht. Er hat ja hier gestartet, a Negro, the real original, the black adversary, the recognized repenser. Das sieht so aus, als wenn sich das jetzt nur darauf bezieht, auf die Hautfarbe, verstehst du? Das ist so suggestiv, was er hier macht. Das meine ich damit. Ne? Das ist halt so, wo ich sage, ich habe das nicht, in keinster Weise habe ich das irgendwo nachvollziehen können in der Übersetzung, und ich habe dann die Vermutung, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, ich möchte dieses Video abschließen, um das nächste zu machen. Der Punkt ist letzten Endes, wenn man halt einfach über Charaktere spricht, die eben nicht in der Bibel stehen, dann muss man da eigentlich immer dann sagen, so according to, ne? Weil, wie gesagt, nichts Genaues wissen wir nicht. Das ist mein Punkt, ne? Ja, ich hoffe, dass es dann trotzdem einigermaßen informativ gewesen ist, und ich hoffe, in der nächsten Folge da geht es auf jeden Fall so mal ein bisschen mehr in die heutige moderne Zeit, und dann seid ihr endlich mal von Lucifer Rising erlöst. Und deswegen, lest eure Bibel, Maranatha.